Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Montag, der 19. Januar 2015. Mein Name ist Norbert Gieso. Heute, der Montag, ist eine Art Übergangstag, denn morgen am Dienstag gibt es einige interessante astrologische Konstellationen, auf die ich euch gerne vorbereiten möchte, die ich gerne besprechen möchte. Ja, heute sozusagen der letzte Tag des Steinbocks. Wir sehen hier, die Sonne ist im 29. Grad des Steinbocks, ein Grad noch, dann wechselt sie morgen am Dienstag in den Wassermann. Und der Mond hier auch aktuell im Steinbock. Er wird auch morgen in den Wassermann wechseln und sich dann mit der Sonne Anfang Wassermann treffen zum Neumond. Hier der Mond aktuell gerade in Verbindung mit Pluto. Diesen Aspekt wird er heute um kurz vor 12 machen. Also heute Morgen aktiviert der Mond nochmals wieder das Quadrat von Uranus und Pluto. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein heute Morgen, dass wir nicht zu viel wollen und dass wir nicht von irgendwelchen dunklen Gefühlen überrannt werden, sondern dass wir denen die Stirn bieten. Das sind nur kurzfristige Aspekte, die heute Mittag bereits vorbei sind. Mond Pluto im Steinbock, immer die Chance, auch in die Tiefe zu gehen. Dann machen wir hier einen Sprung auf den Neumond morgen am 20.01. Genau um 14.14 Uhr. Hier sehen wir Sonne und Mond zusammenstehen im ersten Grad des Wassermanns. Das heißt, die Wassermannzeit beginnt dieses Jahr mit dem Neumond, was sie natürlich nochmal verstärkt zum Ablauf. In der Nacht, heute Nacht um gegen 1 Uhr, wird erstmal die Konjunktion von Mars und Neptun perfekt. Mars, der Planet, der für Energie steht im Zeichen Fische, trifft jetzt auf den Fischeplaneten Neptun. Eine sehr spirituelle Stellung, aber auch eine Stellung, die zu Verwirrung neigt, wo Menschen unter Umständen irregeleitet sind. Wir konnten das in der Weltpolitik beobachten, wo es nicht klar ist, in welche Richtung wir gehen sollen. Also eher ein Tag, wo es darum geht, unsere Energie nach innen zu richten, uns mit spirituellen oder religiösen Themen zu beschäftigen, uns vielleicht die Möglichkeit zu geben, innezuhalten und auch zu träumen. Hier Mars, Neptun, auch die Tendenz sozusagen, auch unseren Schwächen nachzugeben oder aber auch großen Idealismus oder große Sehnsüchte zu erzeugen. Interessant, dass diese Mars-Neptun-Konjunktion eben parallel zum Neumond ist, damit dieser Neumond ein noch stärker nach innen gerichtete, auf das Unbewusste, auf die Aktivitäten des Unbewussten gerichtete Konstellation als ohnehin schon. Morgens dann um 10.44 Uhr, kurz vor 11 Uhr morgens, wechselt die Sonne vom Steinbock in den Wassermann. Damit beginnt jetzt für die nächsten 30 Tage die Zeit des Wassermanns. Alle Wassermänner haben jetzt Geburtstag. Der Wassermann, da die Mitte des Winters, das letzte Luftzeichen im Tierkreis, meistens eisige Luft, aber eisige Luft, die auch Klarheit erzeugt. Es geht um die Klarheit des Geistes. Es geht nach der sehr stark introvertierten Phase des Steinbocks darum, unsere Erkenntnisse mit anderen zu teilen, in den Austausch, in die Kommunikation mit anderen zu treten. Eine Kommunikation, die aber nicht nur verbal stattfinden soll, was wir ja an Mars-Neptun sehen, sondern die auch stark über die Gefühle und über die Intuition stattfinden soll. In dieser Zusammenarbeit, in diesem Zusammenwirken mit anderen, in diesem Erzeugen von synergetischen Effekten, geht es aber nicht darum,
sozusagen uns aufzugeben und in der Masse aufzugehen, sondern unsere Individualität zu erhalten, diese in das gemeinsame Werk einzubringen, ohne aber auch zu stark wiederum ins Ego zu gehen, sondern immer auch das Zusammenwirken aller Elemente zu erkennen. Um 14 Uhr, 13:59 Uhr folgt dann der Sonne der Mond in den Wassermann, also hier dann morgen zwischen 13 und 15 Uhr eine etwas chaotische, unklare Phase, weil weder Sonne noch Mond genau wissen, sind wir noch im Steinbock, sind wir schon im Wassermann, hat das Alte noch Bestand oder geht es schon um das Neue. Dann kurz danach um 14:14 Uhr dann treffen sich Sonne und Mond zum Neumond, der alte 29 Tage dauernde Sonne-Mond-Zyklus ist beendet, ein neuer Zyklus beginnt mit dem Anfang Wassermann, also doppelt neu. Der neue Sonne-Mond-Zyklus im Wassermann hat sehr viel damit zu tun, herauszufinden, in welchen Bereichen wir nicht frei sind, wo wir uns nicht frei entfalten können, wo wir vielleicht unter dem Druck leben, Dinge tun, denken, machen zu müssen, die nicht uns entsprechen, die nicht wir sind. Und es gilt im Wassermann darum, uns mehr Freiraum, mehr Freiheit zu erarbeiten, zu erkämpfen. Das kann also auch bedeuten, dass alle möglichen Lebensthemen untersucht werden, die eben diese Unfreiheit symbolisieren. Und wie ich bereits sagte, hat das auch mit dem Zusammenwirken mit anderen zu tun. Dann am Mittwoch, an dem 21. am Nachmittag, wird dann auch noch Merkur rückläufig. Merkurs Rückläufigkeit dauert an bis zum 12. Februar und der Merkur ist dabei die ganze Zeit im Zeichen Wassermann. Das ist ein Hinweis darauf, dass es jetzt mit dieser neuen Energie nicht primär darum geht, gedanklich, mental, verstandesmäßig nach vorne zu gehen, sondern dass auch andere Bereiche wichtig sind. Die Phase des rückläufigen Merkur hat immer damit zu tun, dass wir unsere Entscheidung gut überlegen sollen. Manchmal fehlen noch Informationen, auch größere Kaufvorhaben, das Unterschreiben von Verträgen etc. wäre ich sehr vorsichtig mit im Einzelfall den Astrologen eurer Wahl befragen. Also eine ganz, ganz interessante Konstellation steht uns bevor und auf die werde ich natürlich auch in den nächsten Tagen dann noch genauer eingehen. Heute, wie gesagt, der Übergangstag mit Mond im Steinbock, hier nochmal gut möglich, bestimmte Strukturen anzulegen, uns unserer Verantwortung bewusst zu sein, organisiert und strukturiert die Dinge vorzubereiten, weil dann ab morgen, und das wirkt heute natürlich auch schon rein, wir höchstwahrscheinlich nicht so viel Lust haben, strukturiert und organisiert zu handeln und zu arbeiten, sondern mehr Lust haben, unserer Intuition oder dem Gefühl zu folgen, soweit uns das möglich ist. Gut, dann wünsche ich uns allen mit dem heutigen Montag einen guten Wochenanfang und dann einen guten neuen Zyklus für alle morgen. Morgen früh gibt es natürlich ein neues Tageshoroskop, wo diese Dinge dann nochmal aufgegriffen werden. Bis dahin, alles Liebe und Tschüss.